Die noch immer recht starke Sonne macht sich so langsam Richtung Westen aus dem Staub und hier macht sich so langsam alles breit für das UEFA Cup Qualifikationsspiel zwischen Rapid Wien und Teuta Tures aus Albanien. Und da haben wir drei Rapidler im Teamkader, nämlich Hatz, Zingler und Radovic. Hans Kankl, zufrieden mit dieser Wahl? Für wen hätten Sie sich entschieden bei Rapid? Ja, das kommt jetzt überraschend. Ich lese das jetzt zum ersten Mal. Zingler und Radajcik zum ersten Mal im Prinzip dabei. Es hat so mal auf Abruf gegeben, aber die erste wirkliche Einberufung für Zingler und Radovic. Radovic ist überraschend, würde ich sagen. Aber ist ein junger Spieler und wem hat er noch? Den Zingler. Na gut, Zingler war lange verletzt. Das ist eigentlich ein sehr guter Spieler. Der war lange Zeit immer wieder verletzt und findet erst jetzt langsam wieder zu seiner Form in die Mannschaft von Rapid. Und es ist sicherlich für ihn und auch für Radovic ein großer Auftrieb, im österreichischen Team zu stehen. Was mir aufgefallen ist, nur ein Tiroler im Teamkader mit Roland Kirchler. Sind Sie überrascht? Gut, mir liegt es jetzt fern, über den Teamkader zu diskutieren. Der Herr Baric ist der Teamchef und der hat es zu entscheiden. Und jeder Teamchef hat seine Vorlieben, jeder Teamchef hat seine Überraschungen, so auch er. Und er entscheidet das und da kann man diskutieren, so viel man will. Er hat zu entschieden, wenn er meint, dass nur ein Tiroler in den Teamkader gehört, ist das eine gute Sicht. Das ist seine Sicht, er ist der Teamchef und hat so entschieden. In etwas mehr als einer Viertelstunde geht es hier richtig los mit Rapid gegen Teuta Tures Albanien. Was sind Ihre persönlichen Erinnerungen an dieses Fußballland Albanien? Also Erinnerungen habe ich noch nur durch das Team. Wir haben mit dem Team in Albanien gespielt, knapp gewonnen 1-0. Dann haben wir mit dem Team im Wiener Stadion, glaube ich, 5-0 gewonnen. Wir haben einmal gespielt ein Freundschaftsmatch mit Rapid und sehr hoch gewonnen. Man darf keinen Gegner mehr heute unterschätzen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das ist heute für mich hier eine klare Sache und auch eine klare Sache in Albanien. Aber man muss die Aufgabe ernst nehmen, denn alle haben sich verbessert. Jausenkicker gibt es nicht mehr, aber es ist keine Frage. Für mich ist es trotzdem nur eine Frage in der Höhe des Sieges, wann Rapid diesen Abwehrbollwerk der Albaner brechen kann. Wenn sie ihn früh brechen, kann es eventuell hoch ausgehen. Wenn nicht, können sie auch lange Zeit Probleme haben. Teuta, liebe Zuseher, ist albanischer Cupsieger. Die Mannschaft kommt, wie gesagt, aus Tures. Tures, eine Hafenstadt rund 20 Kilometer westlich von Albaniens Hauptstadt Tirana. An der Adria gelegen ist der wichtigste Hafen Albaniens und auch ein Tourismusstandort in diesem Land. In diesem Land, das eigentlich zu Europa gehört, irgendwie aber doch sehr weit weg ist. Und eines ist typisch für Albanien, die etwas instabilen politischen Verhältnisse. Und das Ganze ist natürlich ein Umstand, der sich auch auf den Fußball auswirkt und überträgt. Versucht. So auch im Fußball. In der Vergangenheit ist man über Teilerfolge nicht hinausgekommen. Hier die legendäre Regenschlacht, in der die Wiener Austria 1981 Partizan Tirana 0-1 unterliegt, aber trotzdem eine Runde weiterkommt. Wie gesagt, nur ein Teilerfolg für die Albaner. Es fehlt uns vielfach noch an der nötigen Infrastruktur, damit der albanische Fußball mehr Bedeutung erlangen kann. Wir brauchen einfach noch mehr finanzielle Mittel. Die Folge, wer sich international hervortut, den zieht es bald ins finanzkräftigere Ausland. Das ist normal, ob nach Österreich, nach Jugoslawien, Tschechien. Man geht dorthin, wo es besser ist. Und so wird der albanische Fußball wohl weiterhin das Nachsehen gegenüber dem österreichischen haben. In 6 Länderspielen gab es ebenso viele Niederlagen. Übrigens, erkennen Sie den Torschützen zum 5-0-Sieg aus dem Jahr 1980? Auch diesmal sind wir klarer Außenseiter. Eigentlich sind wir hier, um etwas für die Zukunft zu lernen und nicht um Rapid zu schlagen. Die Hoffnung Albaniens liegt in der Jugend. Für sie ist Fußball mehr als nur Zeitvertreib. Alle Menschen sind große Fans von Fußball in Albanien und alle Albaner sind verliebt mit dem Fußball. Und so bleibt die Hoffnung, dass Bilder wie diese der Vergangenheit angehören und auf dem Fußballplatz wieder Fußball gespielt werden kann. Das ist der Volkssport. Die Politik ändert sich von heute zu morgen, aber der Fußball bleibt der Fußball. Und mittlerweile zu uns gestoßen ist Ernst Dokobil, der erfolgreiche Sportdirektor von Rapid. Herr Dokobil, wie schwer war es eigentlich, an Informationen heranzukommen von dieser Mannschaft?
Ja, es war einigermaßen schwer, weil sie vor allem keine Meisterschaft noch spielen, weil sie, weil wir im Vorjahr nicht gewusst haben, dass wir die kriegen können. Jetzt haben wir uns organisiert das Cupfinale vom Vorjahr, wo einige Spieler nicht mehr dabei sind. Und jetzt haben wir eigentlich nur ein Vorbereitungsspiel sehen können, bei dem zwar diese Mannschaft gespielt hat, aber sich nicht besonders angestrengt hat. Und so, eigentlich ist es mit der jetzigen Mannschaft nicht so wichtig, zu wissen, wie der Gegner spielt. Man muss Wert legen aufs eigene Spiel. Man muss versuchen, das eigene Spiel durchzubringen. Ich denke mir, wir sind stark genug, dass wir das auch können. Wie geht's dem grün-weißen Rücken der Nation sozusagen? Wie geht's dir, Savicevic? Naja, sein Hexenschuss ist noch nicht ausgeheilt, also er kann heute nicht spielen. Es gibt andere Probleme, habe ich gehört. Lagunikakis ist nicht fit. Wie sieht's aus mit dem Griechen? Ja, Lagunikakis hat eine Rissprellung von dem Admira-Spiel noch und die zieht sich. Da hat er Schmerzen. Er kann zwar schon laufen, aber noch nicht schießen und darum bleibt er heute draußen. Macht es Ihnen Kopfzerbrechen oder sagen Sie, sein Ersatz Arnold Vettel wird die Sache ebenso gut erledigen? Ja, ich denke mir, dass der Arnold Routine genug hat, um gegen diesen Gegner genauso gut zu spielen. Sie haben von Anfang an gesagt, wir gewinnen, wir steigen auf. Da gibt es keinen Zweifel, da darf es keinen Zweifel geben. Ergebnis in diese Richtung. Gibt es da Wünsche, Vorstellungen oder ist wirklich der Aufstieg in erster Linie die Prämisse? Naja, für mich ist in erster Linie der Aufstieg wichtig, aber es ist natürlich so, das Schwerste im heutigen Spiel ist sicher die Erwartungshaltung der Fans und der Reporter und allem rundherum zu erfüllen, denn jeder, der mich fragt, will eigentlich nur die Höhe des Resultats wissen. Das wird es nicht sein, denn der Gegner ist auch ein Vollprofi. Sie sind Vollprofis, sind zwar nicht so gut, aber sie können laufen und Zweikämpfe bestreiten. Und wenn sie hinten drinnen stehen und man vergibt einige Chancen, dann schaut das zumeist nicht sehr gut aus und erfüllt nicht die Erwartungshaltung, die alle haben von diesem Spiel. Danke, Ernst Dokopil. Alles Gute Ihnen in Ihrer Mannschaft. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, Hans Krankl. Wie schwierig ist dieser Spagat zwischen gewinnen wollen und gleichzeitig auch die Fans zufriedenstellen wollen in so einem Spiel? Wie schwer ist das zu lösen? Heute ist er nicht schwierig. Heute ist er nicht schwierig, weil der Gegner ganz einfach dieser albanische Verein ist. Man soll ihn nicht unterschätzen, niemals. Man soll niemals einen Gegner unterschätzen, aber heute ist es nicht schwierig. Rapid wird die Wünsche der Fans erfüllen. Rapid wird hoffentlich einen anständigen Vorsprung herausschießen, dass sie ganz ruhig nach Albanien fahren können. Das wird heute passieren. Es ist so, wie ich zuerst gesagt habe, das war immer so hier bei Rapid, als auch ich noch gespielt habe. Besonders gegen so eine Mannschaft. Das Abwehrbollwerk gehört gebrochen, je früher umso besser. Wenn diese Mannschaft sich gut einstellt und sehr massiert ist und Rapid keine Ideen findet oder nicht über die Flügel spielt, dann könnte es zu Problemen kommen, dass es ganz einfach länger dauert. Das wäre nicht ganz so gut, aber das erwarte ich nicht. Ich erwarte einen kleinen Sieg. Im Vorjahr hat Rapid in der UEFA Cup Quali gespielt gegen Lavaletta aus Malta. 3:0 und 2:0 sind in der gleichen Preisklasse. Kann man die vergleichen? Naja, ich möchte mir jetzt nicht hier erbötigt zeigen, dass ich weiß, wie Valletta ist und wie die Albaner sind. In etwa, ich würde rein gefühlsmäßig fast Valletta über die Albaner stellen. Also das heißt, also hier kann man heute erwarten, hier sollte man erwarten und hier muss man erwarten. Also da ist alles verpackt. Einen Sieg mit Minimum 3 Toren Unterschied. Wenn es geht mehr, dann wird's leichter. Wenn es nicht geht und der Gegner zeigt sich, dass er wieder erwarten doch stärker ist, dann sollten es doch 2-3 Tore Unterschied sein. Damals gegen Lavaletta hat ein Mann 2 Tore geschossen, Jens Dove, der mittlerweile im Konzept von Ernst Dokopil eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, der alle Freiheiten eines Spielmachers genießt und das mit zu Recht. Denn die Zahlen beweisen 4 Tore, 3 Assists. Jens Dove, das momentane Um und Auf bei Rapid. Er ist gut für die Mannschaft auch, weil er recht ein lockerer Typ ist und man kann mit ihm sehr viel lachen. Von solchen Fußballern kann man lernen, technisch sehr stark. Aber ist okay, das ist ein Spieler, der sehr viel Freiheiten braucht und die er auch bekommt und dann ist er in der Lage gut zu spielen. Aber wenn er seinen Tag hat, ist er oft sehr schwer zu verkraften, weil er dann überhaupt nichts leistet. Aber das war bisher bei mir nicht der Fall. Wahrhaftig nicht, denn Jens Dove ist unter Dokopil gereift, übernimmt mehr und mehr die zentrale Führungsposition im Spiel. Ein Besuch im Kaffeehaus entspricht seinem Naturell. Es ist der Ort, wo Jens Dove Mensch sein kann. Ja, ich
Ich bin eigentlich ein Typ, der sehr gerne relaxt. Schlaf sehr lange. Was ich brauche, bis 11, halb 12. Und dann komme ich so langsam in Tritt. Und ja, ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, das ist ganz einfach meine Art, dass ich wirklich ein ganz normaler Mensch bin. Mir ist es egal, ob einer normal in die Arbeit geht oder ob er jetzt, was weiß ich, so wie wir immer sagen, Promi ist. Das ist mir wurscht. Ich versuche mit jedem klarzukommen und ich glaube, das zeichnet mich total aus. Sportlich schwimmt Dove zurzeit auf einer grünen Erfolgswelle, übernimmt Verantwortung. Das Spiel, das kommt mir natürlich auch entgegen. Ich spiele 10, 15 Meter weiter vorne. Und na, das ist genau die Position, die ich immer spielen wollte. Gut, momentan hast du einen guten Lauf, momentan schießt die Tore und machst natürlich auch ein paar Assists. Ich hoffe, dass es noch eine Zeit so weitergeht. Ob es so weitergeht, hängt nicht nur von ihm selbst ab, sondern auch von der Fitness von Dejan Savicevic, dessen Einsatz Dove wieder Freiräume nehmen würde. Doch dass es ohne hundertprozentige Fitness nicht geht, weiß er aus eigener Erfahrung, gesammelt am Beginn seiner Rapid-Karriere vor einem Jahr. Ich habe sicher 2-3 Monate gebraucht, um richtig fit zu werden. Und so ähnlich ist es jetzt beim Dejan. Er hat im Urlaub nicht viel gemacht und ist oft verletzt gewesen. Und dadurch ist sein Fitnesszustand natürlich nicht so gut. Aber wenn er fit ist, dann würde ich mich auch freuen, wieder mit ihm in einer Mannschaft zu spielen. Mit oder ohne Savicevic, die Rapid-Fans stehen auf den Mann aus Rostock, würden ihn noch gerne einige Zeit bei Rapid jubeln sehen. Doch Doves Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Auf das Gespräch mit dem Sportdirektor muss er jedoch noch warten. Natürlich sind wir froh, dass wir ihn haben und wir wollen ihn auch weiter verpflichten. Im nächsten Jahr wird sein Vertrag ablaufen und ich werde mich in den nächsten Monaten mit ihm zusammensetzen, aber ich warte, bis seine Form nachlässt. So gesehen hat Rapid schlechte Karten, dass Jens Dove auch noch in einem Jahr ins Hanapi-Stadion zur Arbeit geht. Ja, herzlich willkommen jetzt von meiner Seite auch. Ja. Ernst Dokopil hat im Interview gemeint, das Schwierigste wird heute sein, die hohe Erwartungshaltung der Fans und der Reporter zu erfüllen. Ein jeder, und seien wir ehrlich, es stimmt schon, erwartet heute natürlich ein Schützenfest von Rapid. Nach wie vor ist es ja so, dass albanische Mannschaften nicht gerade einen ganz hohen Stellwert haben im europäischen Clubfußball und deshalb erhoffen sich die Fans viele, viele Tore. Schlussendlich auch als Generalprobe zum Aufwärmen quasi für das große Wiener Derby am kommenden Sonntag gegen die Austria. Ich befinde mich hier unmittelbar unter dem Stadiondach. Man hat eine hervorragende Aussicht, allerdings ist es ein bisschen heiß. Wenn ich da runter schaue, naja, allzu viele Zuschauer sind bis jetzt hierher nicht gekommen. Ich würde sagen, etwa 3.000 bis 4.000. Vor einem Jahr in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen La Valletta waren es doch um einige mehr. Damals war das Hanapi-Stadion fast voll. Die Aufstellung von Rapid im Tor, Ladislav Meier, die Dreierabwehr mit Hatz, Ratajczyk und Schießwald, der also nach wie vor den verletzten Freund ersetzt. Dann Zingler, der defensive Mittelfeldmann. Weiters im Mittelfeld Kautz, Dove, Wettel, der Lagone Kakis ersetzt. Und im Angriff Wagner, bisschen zurückhängend, Radovic und Taumend auf der linken Seite der Niederländer. Die Gäste aus Albanien, die soeben das Spielfeld betreten, gemeinsam mit Rapid. Im Tor Shehi, Libero, Serre, die Mandecker, Shah, Canaco, das Mittelfeld mit Recepi, Babamusta, Mucha, Kotja, Dritter. Und im Sturm der einzige Legionär mit der Nummer 13, der Brasilianer Giovanni da Silva, und mit der 10 Schkembi. Trainer von Teutadores ist Hasan Lika. Rapid also mit Ausnahme von Wendel mit der gleichen Aufstellung wie im letzten Max-Bundesligaspiel auswärts gegen Admira Wacker Mödling. Der Schiedsrichter kommt aus Litauen und heißt Darius Mitselis. Junger Mann, 34 Jahre, international noch komplett unerfahren. Ihm wünschen wir natürlich alles Gute. Gibt es noch kurze Diskussionen, ob Ball oder Seite?
Kapitän der Albaner ist der Torhüter Orges Shehi. Und diesen Mann kennen wir. Er ist also wieder zurück, auch im Europacup auf der Trainerbank. Erstmals seit knapp drei Jahren, seit dem Ausscheiden gegen Lazio Rom. Ernst Dokkobil wieder im Europacup auf der grün-weißen Trainerbank. Mit dem blauen Hemd ist der Trainer von Teutadores, Hasan Lika, der selbst auch Spieler war, übrigens auch einmal im Europacup gegen die Wiener Austria gespielt hat, im Jahr 81 mit Partizan Tirana. Ein bekannter Serienschauspieler nimmt den Anstoß vor, Serge Falk, begeisterter Hobbyfußballer. Und in wenigen Augenblicken beginnt für Rapid die Europacup-Saison 2000-2001. Es ist dies die letzte Qualifikationsrunde für den Hauptbewerb im UEFA Cup. Ganz in Blau. Man darf gespannt sein, wie sich dieses Spiel in den ersten Minuten entwickeln wird. Es gibt einige, die befürchten, dass die Albaner extrem defensiv spielen werden, sich vielleicht sogar mit 10 Mann hinten reinstellen werden und es damit Rapid ganz, ganz schwer machen werden, zum Torerfolg zu kommen. Was jetzt Kotja, gleich die Möglichkeit für Rapid Taument. Radovic, der Neo-Teamspieler. Kluger Seitenwechsel auf Michael Hatz. Teutadores ist doch international noch komplett unerfahren. Spielt erst zum dritten Mal überhaupt im Europacup. Wartet natürlich, muss man sagen, noch auf den ersten Erfolg. Wendel auf der linken Seite, der Ersatzmann des nicht ganz fitten Griechen Lagonikakis. Doch Ballverlust. Ernst Dokkobil hat sich, wie erwähnt, auf Video das Cup-Finale in der albanischen Liga angesehen und hat eigentlich festgestellt, dass die Mannschaft durchaus sehr, sehr kampfstark und lauffreudig ist. Allerdings technisch, da hapert es doch noch. Ja.
Teutadures. Teutadures ist auch eine sehr junge Mannschaft. Lediglich die Abwehr besteht aus routinierten Spielern. Für Rapid, René Wagner mit dem Kopf an die Außenstange. Hier nochmals, Taumend, Dove. Und da hat der albanische Torhüter Shehi den Ball vermutlich ein bisschen falsch berechnet. Und Eckball für Rapid. Fünfte Minute, erster Eckball in diesem Spiel. Ja, war ein bisschen die Hand dabei, aber wenn ich täusche, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Dove. Ball schon hinter der Torwartlinie. Abstoß vom Tor der Albaner. Teutadures war einmal Meister im Jahr 94 und zweimal Cupsieger, zuletzt also in der abgelaufenen Saison. Rapid-Fans, die natürlich sich auch ein solches Spiel nicht entgehen lassen, machen sich erstmals bemerkbar. Mittlerweile doch schon ein bisschen mehr Zuschauer hier, aber so richtig voll wird sicherlich erst am kommenden Sonntag im 222. großen Wiener Derby Rapid gegen Austria. Erster Eckball jetzt für Teutadures. War das nicht ungefährlich, aber ganz, ganz sicher Rapid-Torhüter Ladislav Meyer. Die Nummer 10, Bledisch, Kembi nicht schlecht gemacht. Vettel, René Wagner, ganz rechts wäre Kautz frei. Halb Schuss, halb Flanke, Torabstoß von Schichi. Giovanni da Silva, junger Mann, 20 Jahre alt. Wir haben uns gestern das Training angesehen, der Albaner, und war nicht leicht, sich ein bisschen zu verständigen. Ich erzähle Ihnen dann noch eine Geschichte, wie der Brasilianer überhaupt nach Albanien gekommen ist. Jetzt aber die Rapid. Ja,
Ja, man merkt schon, Unsicherheiten in der Abwehr von Piotr. Also wir haben gefragt, wie kommt denn eigentlich ein Brasilianer zu einem albanischen Club, und da haben wir gehört, dass es einen albanischen Manager gibt, und jetzt man höre und staune, der normalerweise Albaner nach Brasilien vermittelt. Wir haben zweimal nachgefragt, ob das auch wirklich stimmt, weil viel kann dieser Mann vermutlich nicht verdienen mit seinem Job, aber so wurde uns erzählt. Und im Zuge dessen kam halt auch einmal jetzt ein Brasilianer nach Albanien. Muster von Željko Radović. Das ist der dritte an Baba Muster. Er noch sehr, sehr jung, 19 Jahre alt. Und ein versuchter Weitschuss von Buja Muča. Also wer erwartet hat, dass das Spiel wie auf einer schiefen Ebene läuft, der hat sich hier zumindest in den ersten 10-11 Minuten eines Besseren belehren lassen müssen. Es war zwar noch keine große Torchance dabei, aber die Albaner kommen doch immer wieder recht frech auch in die Hälfte von Rapid. Rashepi. Schön gesehen in der Mitte, Tove, und mit dem linken Fuß. Rasiert er hier ein bisschen über den Ball drüber, und deshalb der Spielstand nach 12 Minuten weiterhin 0:0. Kommt Kautz. Und die Albaner ziehen sich eigentlich sehr geschickt immer wieder zurück. Spiel eigentlich bis jetzt sehr elastisch, der Albaner.
kritische Blicke von Ernst Dokubil. Silber geschickt. Aber Ratajczyk schneller beim Ball und Abstoß für Rapid. Nach 15 Minuten gespielt, nach wie vor wartet man hier auf den ersten Torjubel der Rapid-Fans. Also Ernst Dokubil hat schon gewusst, warum er gewarnt hat vor der zu hohen Erwartungshaltung. Jetzt schön Kautz, herrlicher Pass auf Kautz. Leider ungenau die Flanke. Mit der Nummer 10 bis jetzt einer der besten Spieler. Giovanni da Silva, der Brasilianer. Oh. Ja, da muss man schon aufpassen. Guter Angriff von Teutadores. Und da sieht man natürlich gleich die Gefahr, wenn die Mannschaft von Rapid zu sehr aufrückt. Man beachte, Teutadores führt in der Cornerwertung mit 2:1. Dove. Radovic. Aber er versucht den Schweren auf Wagner. Nicht so einfach, hier Anspielstationen zu finden. Und, teilweise eine recht genaue Manndeckung. Vor allem für die Stürmer bei Rapid, für Radovic, Taument und für Wagner. Dove, Kautz. Fehler von Wagner. Ratajczyk, Taument, wieder Ratajczyk, herrlich, herrlicher Doppelpass. Und Foul knapp außerhalb des Strafraums. Überhaupt erst das erste Foul, das die Albaner begehen. Schauen wir uns das nochmals an. Wagner lässt abtropfen auf Ratajczyk und der wird gelegt. Gute Freistoßdistanz für Rapid.
den Ball. Er wird schießen. Radajczyk oder Tove? Vermutlich Radajczyk. Jawohl, läuft an, schießt. Und von der Mauer abgefälscht und Alba schon über der Torlinie. Eckball für Rapid. Nächster Eckball. Schießwald ist damit aufgerückt. Ja, Rapid versucht jetzt den Ball laufen zu lassen. Muss er da gehen? Hat's. Ball noch im Spiel. Aber jetzt ist er draußen. Ist nicht so leicht, wie wir uns erhofft haben. Wie sich vor allem die vielen Rapid-Fans erwartet haben hier von diesem Spiel. Gut gemacht von Radajczyk. Vielleicht ein bisschen mehr Platz einmal für Rapid. Taumend. Wird gelegt von der Nummer 4 von Giannakou. Und dafür gibt es jetzt vermutlich auch die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Jawohl. Vom litauischen Schiedsrichter Mizelis. Gelb für Giannakou. Notieren wir uns also diese gelbe Karte. Kann ja passieren, dass ein Schiedsrichter einmal auch einmal eine gelbe Karte vergisst. Wie zuletzt beim Spiel Sturm gegen Feyenoord gesehen. Vettel. Eckball. Die Flanken, die kommen nicht sehr exakt. Tove, der jetzt immer öfters über die linke Seite kommt. Gut gemacht von Taumend. Zusammenprall, aber zum Glück nichts passiert zwischen Kautz und Schehi. Da ist die Nummer 10, Schembi.
Michael Hartz, der einzige Spieler, der auch im Europacup-Finale 1996 bei Rapid gespielt hat, jetzt noch mit dabei ist. Spieler auf die linke Seite. Die rechte ist ganz verwaist, aber da jetzt der aufgerückte Zingler. Gleich 25 Minuten gespielt, nach wie vor 0:0 und langsam aber sicher könnte doch einmal das erste Tor für Rapid fallen. Den man bis jetzt auch nicht viel gesehen hat. Vettel, Taumend. Ja, kein Elferfoul, im Gegenteil. Gelbe Karte gibt es vom Schiedsrichter wegen angeblicher Schwalbe. Schauen wir uns das dann nochmals in der Wiederholung an. Hier die Aktion. Ich würde sagen, weder Schwalbe noch Elferfoul war irgendwo dazwischen. Ein bisschen war schon eine Behinderung dabei. Auf jeden Fall gelb für Gaston Taumend, den Niederländer bei Rapid. Schießwald, Taumend. Vielleicht ist das das Rezept, das Spiel ein bisschen mehr auf die rechte Seite zu verlagern. Bis jetzt ist doch etwa 80% aller Angriffe von der linken Seite gekommen und der Ball ist schon wieder auf eben dieser linken Seite. Vettel, Taumend. Wagner. Stove ein bisschen zu kurz gekommen. Albaner nähern sich hier sukzessive dem Tor von Ladislav Meyer. Schkembi. Da kommen gleich 4, 5 albanische Spieler mit nach vor. Die natürlich jetzt schnurstracks wieder zurücklaufen. Thank you.
Beim ersten geht nicht vorbei am zweiten Gegenspieler, aber Out-Einwurf für Rapid. Über die linke Seite. Also 5.500 Besucher hier im Hanapi-Stadion, die nach wie vor auf das erste Tor gegen Tirutha Dores warten. Vielleicht klappt es ja jetzt einmal aus einer Standardsituation, aus einem Freistoß. Nochmal ist das Foul an René Wagner von Giannacco. Wieder Ratajczyk. Hier im Strafraum hinten, wenn Sie sich das anschauen. Es ist nicht leicht für Rapid durchzukommen, allerdings muss man auch sagen, vielleicht fehlt ein bisschen an Kreativität und vor allem viele Flanken finden einfach nicht ihren Abnehmer. Alcheppi. Zum Glück sind die Albaner im Angriff doch eher ungefährlich. Echt interessant, habe ich gerade gehört, es gibt ein anderes UEFA Cup Qualifikationsspiel, das zurzeit im Gang ist. Tomori Berat aus Albanien spielt daheim gegen Apoel Nicosia, also gegen einen zypriotischen Club. Und die Zypern führen nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 und das auswärts. Also dieser Vergleich nicht gerade ein Ruhmesblatt für den österreichischen Rekordmeister. Silva. Alcheppi. Alcheppi. Ja, da hat er nicht gewusst, was er mit dem Ball machen soll. Aber jetzt. Ja, gibt's denn das? Latte. Da Silva. Giovanni da Silva, der Brasilianer.
in der 34. Minute. Da schien die Gefahr bereits gebannt nach diesem Verlegenheitsschuss. Und da kommt da Silva zum Ball und Glück jetzt für Rapid. Ja, was wäre das für eine Blamage, wäre jetzt Teuta Torres hier in Führung gegangen. Wieder ein schlechtes Abspiel. Rechts ist so viel Platz. Schkembe, die Nummer 10. Bereits die ersten Unmutäußerungen der Fans hier auf den Rängen. Taumend. Jens Dove. Torres hat sich viele Videokassetten von Rapid besorgt, kennt also den Gegner sehr, sehr gut und das macht sich auch bemerkbar. Und vor allem, die decken hinten sehr gut. Vor dem Strafraum eigentlich eine Raumdeckung und dann innerhalb des Strafraums eine konsequente Manndeckung. Eine gelbe Karte, jawohl. Gelb jetzt auch für Jürgen Kautz. Leibalzern wird ja jetzt viel strenger noch geahndet als in der vergangenen Saison. Vielleicht einmal ein bisschen die Albaner offener hinten. Taktisches Foul war das von Giannaco. Der muss aufpassen, der hat schon die gelbe Karte. Vielleicht, liebe Zuschauer daheim, die ersten Pfiffe bereits hier im Anabi-Stadion. Wendl, vielleicht klappt es ja jetzt. Wieder zu weit, wieder eine ungenaue Flanke.
Freistoß für Rapid. Foul an Thomas Zinkler. Was kommt jetzt? Radajczyk wieder direkt schießen. Ja, wollte vermutlich. Wird aber kurz zurückgepfiffen. Was war da? War auf jeden Fall ein Pfiff zu hören, ob er vom Schiedsrichter gekommen ist, weiß ich nicht. Deshalb kurz Verwirrung. Nicht nur hier auf der Tribüne, sondern auch unten am Spielfeld. Torres im Konter. Da Silva. Und immerhin Eckball. Der dritte bereits für die Albaner. Da kommen sofort drei, vier Spieler mit nach vor, sind sogar fünf, die hier an der Strafraumgrenze lauern. Stembi, Ladislav. Aber da fehlen natürlich jetzt die Rapid-Spieler vorne. Per Kopf und Eckball. Der fünfte für Rapid. Radajczyk. Abgefälschter Ball und damit der nächste Eckball, diesmal von der linken Seite. Schauen wir uns nochmals hier die Wiederholung an. Von der Nummer 4 von Serre, der Ball abgefälscht. Und aber wird noch nicht ausgeführt, denn hier liegt Markelian Schah verletzt am Boden. Hat den Ball vielleicht in die Nierengegend bekommen, sehr schmerzhaft. Das an hier im Knie, vielleicht könnte auch der eigene Spieler gewesen sein. Auf jeden Fall muss Schah hier verarztet werden. Vielleicht, ich möchte da nichts unterstellen, aber vielleicht ein bisschen Zeitschinden dabei. Wir haben ja nur noch etwa 2 Minuten zu spielen in der regulären Spielzeit der ersten Hälfte und es wäre natürlich für die Albaner ein Riesenerfolg hier, mit einem 0:0 in die Kabine zu gehen. Aber Eckball, René Wagner und Orges Jehi, der Torhüter von Teuta Tores. Taument. Ja, aber die, was sagen wir, gefallen die Verteidiger von Teuta Tores wirklich sehr gut. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich Rapid hier vielleicht doch ein bisschen mehr einfallen lassen könnte gegen die zugegebenermaßen sehr defensive albanische Mannschaft.
Im vergangenen Jahr in der zweiten Runde der UEFA Champions League Qualifikation gegen La Valletta hat man zu Hause auch nicht gerade hervorragend gespielt, aber immerhin 3:0 gewonnen. Und jetzt fast das 1:0 ganz knapp vor dem Pausenpfiff von Željko Radović. Aber der Schuss schlussendlich doch zu leicht ausgefallen. Schauen wir uns das nochmals an. Die Flanke ganz alleine Radović und nicht wirklich ein großes Problem für Torhüter Shehi. Ja, war ein bisschen in den Rücken gespielt, also war nicht ganz leicht zu nehmen der Ball. Richtung hätte gepasst, aber wie gesagt, zu schwach. Torwart! Also jetzt doch noch knapp vor dem Pausenpfiff die großen Möglichkeiten für Rapid hier 1:0 in Führung zu gehen. Taumann, Ball wird ein bisschen abgefälscht, aber da kommt Wagner nicht ganz hundertprozentig an den Kopfball heran. Radajcik, vielleicht klappt es ja noch in der ersten Hälfte mit dem 1:0. Nochmals Radajcik, Kautz auf der rechten Seite. So sicherlich nicht. Das hat jetzt gut gemacht, Kautz. Vielleicht kommt einmal eine Flanke, genau. Müsste eigentlich Abstoß geben, jawohl. Daumen war der letzte Spieler, der den Ball noch berührt hat. Bereits in der 48. Minute. So viele Unterbrechungen waren gar nicht. Schiedsrichter scheint als einziger Gefallen zu finden an dem Spiel. Aber jetzt ist es soweit. Pausenpfiff hier im Hanapi-Stadion. Und hören Sie mal, liebe Zuschauer. Ein Pfeifkonzert für die eigene Mannschaft von den Rapid-Fans. Zu Recht muss man sagen, wir sehen hier nochmals den Stangenschuss von Teuta Torres durch den Brasilianer Giovanni da Silva. Hier zunächst einmal der Schuss, abgefälscht, ein hoher Flugball. Was macht Meier? Der weiß nicht, ob er rausgehen soll oder nicht. Ja, und zum Glück an die obere Lattenkante dieser Ball von Giovanni da Silva. 0:0. Ja, hoffentlich ändert sich etwas in der zweiten Spielhälfte, sonst geht hier Rapid am Rande einer großen Blamage. Jetzt aber mal runter zu Boris Jäcker. Ja, und bei mir ist Neo-Team-Spieler Željko Radović. Željko, noch etwas bei einer halben Stunde haben die Fans gerufen, wir wollen Rapid sehen. Berechtigter Ärger bei den Zusehern? Auf jeden Fall, man kann mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden sein. Die Spieler sind sehr an, wie man sieht. Versuchen mit untauglichen Mitteln zum Torerfolg zu kommen, bisher erfolglos. Wir müssen in der zweiten Halbzeit Gas geben und versuchen so schnell wie möglich das erste Tor zu schießen. Dann glaube ich, werden wir auch das zweite und dritte Tor schießen. Wird die Geduld ein entscheidender Faktor in dem Spiel? Auf jeden Fall, man sieht ja, wenn man den Albanern den Raum lässt, können sie auch spielen und wir müssen näher zum Mann. Und wie gesagt, die Chancen vor dem Tor einfach besser nützen. Noch Pause hier in Hütteldorf. Hans Krankl ist wieder bei mir. Herr Krankl, salopp formuliert kann man sagen, der Druck, den Rapid ausgeübt hat auf die Albaner, war aushaltbar für die Mannschaft, für die albanische Mannschaft. Ja, war aushaltbar, weil es steht 0:0 und der Druck von Rapid war nicht gut. Sie kommen nicht, sie müssen die Albaner aufreißen, dann machen die sicherlich noch. Sie haben jetzt Fehler gemacht, aber zu wenig. Und man musste die Albaner aufreißen über die linke Seite, über Wettel, der leider überhaupt nicht links spielt und schon gar nicht vorne, und auf der rechten Seite über Kautz.
der auch sehr wenig macht, auch sehr wenig Bälle bekommt. Man muss versuchen, das Ganze über die Flügel aufzureißen. Das ist Rapid ganz einfach bis jetzt überhaupt nicht gelungen. Die Albaner haben trotzdem einige kleine Fehler gemacht, mehr nicht, aber sie spielen sehr gefährlich heraus. Es schaut so aus, wie wenn sie noch nicht die Kraft hätten, weil sie noch nicht in der Meisterschaft stehen, aber sie kombinieren sehr gut. Sie kombinieren sehr gut mit einmal berühren und sie waren einmal und zweimal sehr gefährlich. Man kann sagen, Gott sei Dank, dass sie noch nicht die Kraft haben, denn wenn hier schon vielleicht Meisterschaftsbetrieb gewesen wäre und die Albaner hätten Kraft, hätte es unter Umständen sogar ein Gegentor geben können. Und das wäre sehr traurig gewesen, denn bis jetzt spielt sich leider überhaupt nichts ab und das muss sich extremst in der zweiten Hälfte ändern. Schauen wir mal hinein in die erste Spielhälfte. Es hätte so gut beginnen können. Schon nach 4 Minuten eine erste sehr schöne Rapid-Aktion über Taument, Dove und dann Wagner per Kopf. Das war eine schöne Aktion. Der Wagner hat gut geköpft. Das ist ein Pech. Das ist in Ordnung. Diese Flanke ist scharf. Der Wagner geht gut. Das könnte auch ein Tor sein. Also das war einmal so gespielt, wie ich gesagt habe, zum Beispiel über den Flügel. Und über den Flügel kann man so eine Mannschaft, die ja alles andere als sicher ist, packen. Und das ist ja eine... bis jetzt nicht gelungen. Also hier in diesem Moment ja, Gott sei Dank, aber leider kein Tor. Dann nach 12 Minuten wieder die drei Herren beteiligt, wieder Wagner, Taumend und dann Dove mit einem Direktschuss, den er, glaube ich, nicht richtig getroffen hat, sonst wäre er wirklich mehr drinnen gewesen. Ja, das war eigentlich fast die schönste Aktion, einmal berührt und da muss natürlich viel mehr rauskommen. Das war eine Torchance, vielleicht keine 100-prozentige, aber doch eine 80-prozentige. Sehr schön gespielt in den Lauf. Daumen sofort, Dame Böde in die Mitte, sich den Tobi. Und Tobi muss da viel mehr draus machen. Aber man muss solche Chancen nützen, denn das war ein Fehler. Das war ein Fehler von den Albanern, dass sie in der Mitte aufgemacht haben. Und wenn man diese Chancen nicht nützt, das kann sich am Ende rächen. Kann sich am Ende rächen. Stichwort Albanien, Stichwort Jutta Torres. Plötzlich dann die Riesenchance, eigentlich aus dem Nichts heraus. Dieser. Ja, also er schießt da völlig unmotiviert. Der Ball wird abgefährt und plötzlich. Ich weiß nicht, wer dort der Letzte ist. Der Silva, der Brasilianer. Ja, aber hinten war der, ich glaube, der Ratajczyk ja. Ist es. Sieht das nicht so genau, weil er spielt so, der Ratajczyk bleibt stehen. Der Ladi Meier verlässt die Aufwärme und er kämpft den Ball an die Stangen. Da sieht man es nochmal jetzt. Ja, er schießt den an, das ist Glück. Auf einmal bleibt er, ja, nein, der hat es was, glaube ich. Bleibt stehen und der kämpft auf die Stangen. Also, 0:0 mit Möglichkeiten doch auf beiden. Wir sind zurück im Hanapi-Stadion beim Spiel Rapid gegen Teuta Torres und wir sehen hier einen neuen Spieler mit der Nummer 2, Andreas Ivancic. 16 Jahre jung, dieser Mann feiert hier also sein Europacup-Debüt, hat erst vor kurzem im Spiel gegen Admira Wacker Mödling sein Meisterschaftsdebüt gefeiert und gilt als eines der ganz großen Talente im Mittelfeld bei Rapid. Hat zuletzt auch sehr, sehr gut gespielt beim Turnier in Athen. Ich habe vor dem Spiel mit Ernst Dokopil gesprochen und habe gesagt, wenn man gegen einen doch vermeintlich so schwachen Gegner wie Teuta Torres spielt, warum spielen nicht von Beginn an gleich die jungen Spieler? Und er hat gesagt, na, wer weiß, ob die wirklich so schwach sind, die Albaner. Und er dürfte schon eine leise Vorahnung gehabt haben. Auf jeden Fall jetzt. Andreas Ivancic für den doch etwas enttäuschenden Arnold Bettel auf der linken Seite im Mittelfeld. Die Mannschaft der Albaner, Teuta Torres, dürfte unverändert aus der Kabine gekommen sein. Anpfiff also zur zweiten Spielhälfte und bin schon gespannt, was sich Rapid, was sich Trainer Ernst Dokopil überlegt hat für diese zweite Spielhälfte, um diesen Abwehrriegel der Albaner zu knacken. Es geht ja hier um sehr, sehr viel. Es geht ja nicht nur für Rapid um den Aufstieg in die Hauptrunde des UEFA Cups. Es geht hier natürlich wie immer bei den Europacup-Spielen auch um die Punkte in der UEFA-Nationenwertung. Und es geht schlussendlich natürlich auch um ein bisschen Werbung zu machen für das große Wiener Derby am kommenden Sonntag. Aber die Albaner wieder. Skembi. Und nicht ungefährlich, der Aufsitzer.
nochmals die Wiederholung sofort abgezogen und zum Glück direkt vor Ladislav Meyer der Schuss von Baba Muster. Der Trainer Hasan Licker. Also nach der Leistung in der ersten Spielhälfte muss man wirklich Abbitte leisten. Wir alle haben uns doch die Mannschaft von Teuta Tores um einiges schwächer vorgestellt und viele von uns haben hier doch ein Schützenfest erwartet von dem Rapid, aber weit entfernt ist Jens Dove. Scheppi mit der Nummer 7. Albaner gegen die bereits sehr tiefstehende, untergehende Sonne. Also vielleicht jetzt da ein bisschen ein Vorteil für die Mannschaft von Rapid. Hier gleich ein Stimmungsbild eingefangen von unserem Regisseur Werner Exler, quasi auf Kommando. War das diese Attacke? Kautz auf der rechten Seite, Taumend. Er bemüht sich, der Holländer, aber viel ist ihm auch noch nicht gelungen. Und immerhin ein Kneckball, Abstoß vom Tor der Alba. Jürgen Kautz beim LASK hat er noch zentral gespielt im Mittelfeld. Der Rapid jetzt der Außenbahn, vielleicht muss er sich auch erst ein wenig umstellen. Kotja. Schkembi. Tja, zweikampfstark und technisch auch gut. Ausgeputzt von Ratajczyk. Aha, da ist jetzt ein zweiter Ball im Spiel gewesen. Ein unzulässiges Mittel, um vielleicht zum Torerfolg zu kommen, dieser zweite Spielball. Schwer für den Torhüter Orgel Schehi. Und René Wagner macht das 1:0 mit seinem insgesamt vierten Europacup-Tor für Rapid.
aber nicht ungefährlich die Albaner. Da Silva. Wer hätte das gedacht, dass hier Teuta Tures mitunter so mitspielt? Aber immerhin, Gott sei Dank, das erste Tor für Rapid gefallen. Željko Radović hat im Pauseninterview gemeint, vermutlich würde ein Tor alles ändern. Es würden dann auch weitere folgen. Er und seine Kollegen können dies jetzt beweisen. Es scheint so, als würde sich Teuta Tures von diesem Rückstand nicht beirren lassen. Ja, immer wieder jetzt gefährliche Vorstöße der Albaner. Mucha war das, der hier geschossen hat. Schöne Aktion, super den Ball weiterlaufen lassen. Und der Abschluss nicht ganz geklappt, aber wieder eine sehenswerte Aktion. Wirklich gefällig, was hier die Albaner mitunter zeigen. Spiel von Zingler war das. Jürgen Kautz, der den Assist gegeben hat zum 1:0. Aber Muster den Ball verloren. Dove gleich weitergespielt auf Taumend. Und wieder Wagner. Und die Riesenmöglichkeit zum 2:0. Ähnliche Situation wie beim 1:0. Flanke von rechts. Wagner am langen Eck und Eckball das Resultat. Nochmals Flanke von Taumend und gut gehalten von Orges Shehi, der Hüter bei Teuta Tures. Taumend, der jetzt ein bisschen mehr über rechts kommt, im Gegensatz zur ersten Spielhälfte. Nein.
oder? Attacke von Gaston Taumend. Und Schulz-Geste des Niederländers. Könnte Rapid gleich nachlegen, könnte Rapid möglichst rasch auch das 2:0 erzielen. Singer auf den jungen Ivan Schitz. Ja, Taumend. Verteidigung von Teuta wieder gut organisiert. Foul entscheidet hier der litauische Schiedsrichter Mizelis. Foul an Schießwald. Aufgerückte linke Verteidiger. Ivan Schitz beim Ball. Und probiert selbst. Oh, war nicht schlecht. Hat hier eine Lücke entdeckt in der Dreimannmauer. Vielleicht ein bisschen zu schwach der Schuss ausgefallen, aber durchaus platziert. Ja, vermutlich knapp daneben gegangen, aber gute Aktion des 16-jährigen Andreas Ivanschitz. Foul an Wagner. Rapid um einiges gefährlicher als in der ersten Spielhälfte. Hoffentlich hat sich der Michael Hartz bei diesem Kopfball nicht wehgetan. Hält sich die Nase, ja, und blutet auch aus der Nase, oder ist es ein Cut am Auge? Nicht genau zu erkennen, er dürfte die Nase sein. Entweder hat er den Ball unglücklich getroffen oder hat einen Schlag vom Gegenspieler bekommen. Hat erst vor kurzem gegen den LASK auch einen Cut erlitten. Michael hat hier nochmals aber die Möglichkeit, vielleicht auch wurde er vom Fuß getroffen von Altin. Dritter. Ja, genau, hier sieht man es. Mit dem linken Fuß hat der alte Dritter Michael Hartz Volley erwischt. Wird jetzt tamponiert. Aber ich denke mal, er wird weiterspielen können. Bei der Betreuerbank sehe ich, dass sich Peter Schöttl die Trainingsjacke auszieht. Also möglicherweise kommt es hier doch zu einem Wechsel. Jawohl. Schade, Michael Hartz kann nicht weitermachen
Der ja auch Peter Schöttl beerbt hat als Kapitän. Also in der 62. Minute aus dem Spiel für ihn Peter Schöttl. Soeben erfahre ich die erste Diagnose, dürfte doch ein bisschen schlimmer sein, sogar ein gebrochenes Nasenbein. Bei Michael Hartz wurde soeben von Dr. Luckscheider diagnostiziert. Peter Schöttl nach der Rückkehr auf die Trainerbank von Ernst Okkupil nur noch zweite Wahl. Hat zwar zuletzt beim Turnier in Athen gespielt. Scheint aber keine große Freundschaft zu bestehen zwischen Schöttl und dem Trainer. Aber konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Freistoß von der linken Seite. Beim Ball der Torschütze zum 1:0. René Wagner. Radovic läuft in der Mitte. Weiß nicht, ob das geplant war, direkt zu schießen. War aber auf jeden Fall nicht ungefährlich hier, dieser Schuss von René Wagner. Schauen wir uns das nochmals an. Ah, er hat schon direkt versucht, aufs lange Eck zu schießen. Versucht jetzt auf jeden Fall öfters über die rechte Seite zu kommen. Vermutlich eine Anweisung von Ernst Okkupil. So wechselt er ja auch Gaston Taument von der linken auf die rechte Seite. Ratajczyk knapp außerhalb des Strafraums mit einem weiteren Freistoß. Eine Distanz auch gut zum Direktschießen mit Efe ins lange Eck, aber auch zum Flanken. Was wird Christoph Ratajczyk machen? Versucht es direkt, aber nicht wirklich geglückt dieser Versuch des Polen. Ins Team einberufen. Irgendwie scheint das ihn eher zu hemmen als zu beflügeln. Viel ist ihm leider bis jetzt noch nicht gelungen. Da Silva, wie die meisten Brasilianer, technisch sehr versiert, ganz stark am Ball. Ist gerade noch Zinkler reingerutscht. Spiel geht noch weiter. Kaum eins. Dove, wer ist in der Mitte? Wagner. Wieder direkt das Tor.
und gut gehalten von Orges Shehi. Vielleicht das auch Taktik von Rapid, denn die untergehende Sonne blendet natürlich schon gewaltig und der Torhüter spielt ohne Kapperl. Ball wird auch noch abgefälscht, sehen wir hier. War nicht leicht zu halten, aber gute Reaktion von Orges Shehi. Und es scheint sich der Brasilianer hier ein bisschen verletzt zu haben, als Zingler versucht hat hier von hinten. Schauen wir mal, ob er ihn erwischt. Ja, er erwischt ihn am linken Fuß oder was bei dieser Aktion. Nein, nein, dürfte schon die Vorangegangene gewesen sein. Auch da hoffen wir natürlich, dass die Verletzung nicht allzu schlimm ist. Vor dem Eckball noch einmal die Aktion von einer anderen Kamera aus. Eckball, Jens Dove. Schon wieder zweiter Ball im Spiel. Ja, Schöttl, gut gemacht von Peter Schöttl. Auf Radovic, schauen wir mal zu meiner. Ja, er kann weiterspielen. Nichts passiert. Der Orge Shehi, übrigens der einzige Teamspieler bei Teotadures, der Torhüter. Oder hat er sich doch verletzt? Hier schöner Pass von Schöttl auf Radovic. Naja, ich glaube, allzu viel dürfte er hier nicht erwischt haben. Von dieser Kameraposition aus, schauen wir uns einmal von der Hintertorkamera. Naja, also ich sehe da nicht allzu viel. Er war ein bisschen am rechten Daumen verletzt, vielleicht. Da eine leichte Kapselverletzung. Ja, nochmals in Superzeitlupe. Ja, da ist nicht eigentlich viel zu erkennen. Vielleicht ein bisschen mit den Stoppeln, dass er drüber streift, aber. Aber er hat ihn sicher nicht voll erwischt und ist ihm auch sicher nicht raufgestiegen, also dürfte schon sehr unglücklich gewesen sein, sollte sich hier der Torhüter wirklich verletzen. Skeptische Blicke von Hasan Lika, Trainer von Teotadures, aber er kann mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. Wir stehen in der 70. Minute und Rapid führt nur unter Anführungszeichen durch dieses Tor von René Wagner mit 1:0. René Wagner in der vergangenen Saison hat er in den drei Europacup-Duellen nicht getroffen. Gegen La Valletta, Galatasaray Istanbul und dann im UEFA Cup gegen Inter Pressburg. Spiel geht weiter. Der Hüter steht. Auch der Brasilianer wieder im Spiel, also alles wieder beim Alten. Schaut auch ein bisschen einfacher jetzt aus in der zweiten Hälfte. Kabinenpredigt, die es vermutlich gegeben hat, dürfte genutzt haben. Rapid hat das Spiel verlagert, ein bisschen mehr auf die rechte Seite. Möglicherweise lässt langsam aber sicher auch die Kraft von Teotadures nach. Die Meisterschaft beginnt ja erst 16. September. Mannschaft steht noch voll in der Vorbereitung. Das ist ja der junge Andreas Ivanschitz, Eigenbauspieler von Rapid. Ganze 16 Jahre.
Ja, so technisch schwach sind sie gar nicht, wie man aufgrund des Videostudiums der Rapid gemeint hatte. Es gibt schon ein paar Spieler, die ein bisschen was drauf haben. Silva, ja, da ein leichter Fehler, aber bleibt am Ball. Schkembi. Also jetzt fast alle Aktionen über die rechte Seite. Radovic. Oh, jetzt war er. Steht er hier und trifft das Tor nicht. René Wagner hier mit der großen Möglichkeit zum 2:0 und er weiß, was für eine Möglichkeit er hier vergeben hat. Also das schön gemacht zunächst noch. Die Aktion von Radovic und da kommt nochmals Wagner an den Ball. Und da trifft er den Ball nicht. Der Ball rollt ihm ein bisschen über den Riss drüber. Roman Weiner. Ja. Das hätte eigentlich das 2:0 sein müssen. Mittlerweile weitergespielt und es gab auch zwei Wechsel bei den Albanern. Kam Bespalov ins Spiel. Für den Brasilianer, also verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht ist er ein bisschen angeschlagen. Und auch Rapid hat gewechselt. Ein weiterer junger Spieler ist ins Spiel gekommen, nämlich Wallner. Hier noch nicht zu sehen, aber hier ist er zu sehen. Mit der Nummer 6 für Radovic. 18 Jahre, Roman Wallner, der vor der letzten Saison nach einem langen wilden Streit mit Sturm zu Rapid gekommen ist. Jetzt hören Sie es vermutlich. Die Rapid-Viertelstunde wird eingeläutet. Nach wie vor der magere Spielstand. 1:0 für Rapid gegen den albanischen Cupsieger Teuta Dures. Und vielleicht beflügelt dieser Applaus die Mannschaft noch. Denn ein 1:0 wäre ein wahrlich ganz, ganz dünner Polster für das Rückspiel. Denn da warten 10.000 fanatische Fans. Zwar nicht im eigenen Stadion, denn das ist nicht Europacup-tauglich, aber im Nationalstadion von Tirana. Also ein, zwei Tore wären vermutlich noch notwendig, um halbwegs beruhigt die Reise nach Albanien antreten zu können. Wallner, aber zuvor abgepfiffen. Foul an den neuen Mann bei Teuta Justin Bespalov. Ja, ja. Wird er erwischt. Dove.
nicht der schnellste, der Holländer, aber er kann was mit dem Ball. Wagner! Also immer wieder in der zweiten Hälfte, von rechts die Flanken aufs lange Eck, auf René Wagner. Zehnter Eckball für die Hütteldorf. Schüttel. Schüttel! Das 2:0 für Peter Schüttel. Eingewechselt für den Verletzten. Michael Hartz macht er das 2:0. Das wird für ihn große Genugtuung sein. Stammleiber unter Ernst Nukupil verloren. Löst sich gut und ein herrlicher Kopfball. War gar nicht einfach, den so zu nehmen. Wird noch ein bisschen am Leibchen zurückgehalten und herrlich im Flug der Kopfball. Es ist dies sein 43. Europacup-Spiel für Rapid, aber erst sein zweites Europacup-Tor. Sie erinnern sich vielleicht an das bislang einzige, das hat er gegen 1860 München erzielt und jetzt also Europacup-Tor Nummer 2 für den 33-jährigen Routinier Peter Schüttel. Wir vergönnen sie ihm und freuen uns über den neuen Spielstand von 2:0. Schaut schon ein bisschen erfreulicher jetzt aus, natürlich diese Lage. Nochmals das 2:0 von einer anderen Kameraperspektive aus. Und da der genüssliche, tiefe Zug an der Zigarette von Ernst Dokupil. Und er freut sich natürlich. Wieder viel gerätselt, woran das liegen könnte, dass Peter Schüttel nicht mehr das Vertrauen genießt bei Ernst Dokupil. Ernst Dokupil sagt, er ist einfach für diese neue Abwehr für dieses neue Abwehrspiel nicht geeignet. Andere munkeln, das dürfte da andere Gründe haben, wie auch immer. Peter Schüttel dankte es dem Trainer mit einem ganz, ganz wichtigen Treffer hier zum 2:0. Schüttel reingerutscht, hat so den Ball getroffen, aber für Kembe ist das schaut nach einer Knöchelverletzung aus hier für die Nummer 10. Peter Schüttel, Sprechchöre. Auch die freuen sich über die Wiederkehr und über den Torerfolg von Peter Schüttel. Drittes Tor, das wäre schon was. Wagner. Der 18-jährige Stürmer. Auch Teuta wechselt jetzt nochmals
Es kommt Erion Matraku. Und der verletzte Bledi Schkembi muss aus dem Spiel. Eckball, Dove, Ratajczyk, Torhüter Borges Schihi. Ja, mittlerweile rücken die Albaner auch nicht mehr so beherzt auf. Nicht mehr so rasch. Es ist augenscheinlich, dass ein bisschen die Kraft nachlässt. Zum Glück für Rapid. Schießt er selber? Ja. Im Prinzip die Idee nicht schlecht, aber Ball nicht wirklich hundertprozentig getroffen. Gegentreffer wäre jetzt so etwas wie eine Horrorvorstellung. Der vor dem Spiel auch gemeint hat, niemand darf glauben, dass wir die Albaner aus dem Stadion schießen und zum Rückspiel mit Badeschlapfen reisen werden. Und er sollte recht behalten. In der regulären Spielzeit, um vielleicht noch ein drittes Tor hier zu erzielen gegen Teuta Torres. Nochmals Wallner, Robert Wallner, schießt!
Aktion des 18-Jährigen. Doppelpass hier mit Dove, wenn auch mit ein bisschen Ballglück. Aber er hat sich gut den Ball dann noch auf den rechten gelegt und schießt. Und Torhüter Schehi. Von Schießwald. Schießwald da ein bisschen zu weit vorgelegt, den Ball. Aber Rapid versucht bis zum Schluss natürlich hier noch einen weiteren Treffer zu erzielen. Das merkt man. Weiner. Der war schlecht leider. Giannacco, der den Ball schlecht berechnet und dann Wallner, ja. Weiß nicht, ob das hätte werden sollen, ein Schuss oder eine Flanke auf jeden Fall. Weit, weit daneben. War schon abgepfiffen. Da kann es die gelbe Karte geben. Gibt es ja auch für Drittan Babamuster. Unnötig eigentlich. Lang nach dem Pfiff noch dieser Schuss aufs Tor und deshalb die gelbe Karte für Babamuster. Wir sind in der 89. Spielminute. Nach wie vor 2:0. Der nicht gerade große Vorsprung von Rapid hier gegen die albanische Mannschaft. Ein 2:0 ist alles andere denn ein Ruhekissen. Auch wenn natürlich Rapid nach wie vor Favorit ist für den Aufstieg. Ivancic. Na, immerhin hat sich ein Herz genommen, der 16-Jährige. Schön gemacht von Taumend und mit links sofort abgezogen von Ivancic. Noch die Nachspielzeit. 3 Minuten also noch, um vielleicht ein drittes Tor zu erzielen. Nicht auszudenken, was passiert dann in 14 Tagen beim Rückspiel in Tirana, wenn Teuta vielleicht rasch mit 1:0 in Führung geht. Denn dann kann wirklich alles passieren. Aber ich möchte da gar nichts jetzt verschreien. Freistoß für Rapid. Wirklich Werbung fürs Derby haben die Rapidler heute nicht gemacht. Das Derby, das wir übrigens auch am kommenden Sonntag live übertragen werden. Jetzt ja kein Gegentor. Na, Gott sei Dank hier. Dieser ungefährliche Schupfer von Mucha. Vielleicht einer der letzten Angriffe hier in diesem Spiel. Zinkler. Rechts wäre Taumend frei. Ivancic.
Ja, aber der junge Burgenländer macht hier seine Sache wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Hut ab! Nachdem er sich schon in der Meisterschaft bewährt hat, jetzt auch im Europacup. Foul an Schöttl. Jetzt kein einziger Spieler, auch nur annähernd in der Hälfte von Rapid. Alles abgerückt. Schüttel. Ja, Ball war schon draußen. Abstoß. Und so verringert die Sekunden. Wenigstens sind, wir sind ja schon bescheiden geworden, auf diese beiden Treffer in der zweiten Hälfte gefallen. Durch René Wagner und Peter Schüttel. Aber was heute Rapid gezeigt hat, war alles andere, denn ein Ruhmesblatt. Der Uta Ture ist sicher stärker als erwartet, aber Rapid vor allem in der ersten Hälfte schwach und vor allem ideenlos. Zu sehr Stereotyp, das Spiel immer wieder über die linke Flanke mit hohen Bällen und die meistens nicht angekommen sind. In der zweiten Hälfte hat sich das alles ein bisschen gebessert, weil auch das Spiel verlagert wurde auf die rechte Seite. Und das ist der Schlusspfiff des litauischen Schiedsrichters Mizelis. Rapid gewinnt hier, ohne wirklich zu glänzen. Und man muss sagen, angesichts des Gegners relativ knapp mit 2:0. Hoffentlich reicht es fürs Rückspiel. Eigentlich müsste Rapid nach wie vor der Favorit sein, um hier in die Hauptrunde des UEFA Cups aufzusteigen. Hier nochmal ist der Torschützen René Wagner in der 51. und Peter Schöttl in der 78. Minute. Und mit diesem Insert verabschiede ich mich und gebe zu meinem Kollegen Boris Jirka. John, Rapid hat 2:0 gewonnen, Ernst Dokobil. Ende gut, alles gut? Ja, ganz gut war es nicht, aber gewonnen war es, das ist okay. Ein Gegentor bekommen. Haben Sie ein Video gesehen von einer anderen Mannschaft? Die haben doch sehr gefällig ganz gut mitgespielt, phasenweise. Ja, ich habe ja schon gewusst, dass es sehr schwer wird, aber es glaubt ja keiner, wenn man es im Vorhinein sagt. Dazu kam noch, dass wir zu Beginn einige Chancen vergeben haben, unsicher geworden sind. Die Fans haben plötzlich Stellung genommen gegen die Mannschaft. Nach 20 Minuten, mir völlig unverständlich. Und dann haben wir das Selbstvertrauen verloren und dann ist gegangen. Ich weiß nicht, was in denen vorgeht. Ich meine, mir ist der Hans auch sympathisch, aber spielen möchte ich ihn nicht mehr haben. Gut, danke vielmals, Ernst Dokobil. Hans Kankl. Schlusswort von Ihnen. Sie haben vorher gemeint, der Spagat zwischen Gewinnen und attraktiv spielen ist nicht sehr groß heute. Aber die Füße hat es Rapid ganz schön auseinandergerissen, um beim Vergleich Spagat zu bleiben, oder? Es war in den 90 Minuten eine reine Pflichtübung. Es war nicht mehr. Rapid hat 2:0 gewonnen, Gott sei Dank. Das 2:0 ist in Ordnung. Daher wird der Aufstieg kein Problem sein. Wenn es 1:0 gewesen wäre, wäre es 1 gewesen. Von 0:0 mag ich nicht reden. Es war eine reine Pflichtübung. Diese Pflichtübung wurde erledigt. Das ist die Hauptsache und die zwei Tore. Und das Tor von Peter Schüttl, noch kurz, letzte Tor hat er geschossen. Bei mir, glaube ich, das war vor 9 Jahren. Vielleicht gibt ihm das Tor, das er heute geschossen hat, auch Auftrieb. Und für das war das Spiel das wenigstens. Guten Abend beim Sport. Rapid wandelte heute in der Qualifikation für den UEFA Cup gegen den albanischen Cupsieger Teuta Durres lange am Rand einer Blamage. Letztlich reichte es nur zu einem eher mageren 2:0 Sieg. Die erste Hälfte, in der die vermeintlich unterlegenen Albaner einen durchaus gefälligen Fußball bieten, endet ernüchternd 0:0. Als in der 52. Minute endlich das 1:0 für Rapid fällt, wird es aber auch nicht besser. Das Tor erzielt René Wagner mit einem Aufsetzer nach Flanke von Kautz. Dem für den verletzten Hartz eingewechselten Peter Schöttl verdankt Rapid eine doch halbwegs vernünftige Ausgangsposition für das Rückspiel. Er köpfelt einen von Wagner getretenen Eckball spektakulär zum 2:0 ins Netz. Ja, und der Mann, der eben noch so spektakulär durch den albanischen Strafraum geflogen ist, ist jetzt bei mir, Peter, überraschend viel Platz gehabt zum Fliegen, oder? Gott sei Dank haben die Albaner da nicht aufgepasst, denn also so frei kommt man normal beim Corner nicht zum Kopfen, aber Gott sei Dank, das 2:0 ist das Ergebnis, mit dem wir hinfahren können und ein bisschen schauen können, was die Albaner machen können.
Viele haben nur von der Höhe des Sieges gesprochen, dann letztendlich nur 2:0, hat man die Albaner doch unterschätzt? Ich denke schon, dass es in den Köpfen drinnen war. Es war wieder typisch so, dass wir zu Beginn ein paar Chancen vergeben haben, dann haben die Albaner gezeigt, dass sie sehr wohl sehr gute Fußball in ihren Reihen haben. Und dann ist es lange Zeit sehr eng gewesen und ich denke, das 2:0 ist ganz eine gute Ausgangssituation, aber durch sind wir noch lange nicht. Wie abenteuerlich, wie spannend wird die Reise nach Albanien? Ich hoffe, die Reise wird nicht abenteuerlich und ich hoffe auch, dass uns im Rückspiel gleich ein Tor gelingt, dann sollte uns nichts mehr passieren. Danke vielmals, Peter Schöttl, zurück ins UFC. Beide genutzt, so steht es nach 45 Minuten 2:0 für Rapid, hochverdient. In Summe sagen wir eine Torchance, eine gute Torchance für die Salzburger. Und René Wagner eröffnet den Torreigen in dieser Saison, wenn Sie so wollen, auf Seiten des Rekordmeisters schon nach 13 Minuten. Die Neuerwerbung aus Holland zieht nach. Nach 20 Minuten. Rapid hat derzeit alles im Griff. 2:0 der Pausenstand und damit gleich hinunter zu Rainer Paria. Ja, Rapid führt also zur Pause gegen Salzburg mit 2:0. Wir können uns nochmals die Tore ansehen. Das 1:0 durch René Wagner in der 13. Minute. Diesen Kopfballtreffer. Young kommt hier ein bisschen zu spät. Und das 2:0 in der 21. Minute durch Neuerwerbung. Gaston Taumann nach herrlicher Vorarbeit von Radovic. Das also die beiden Tore nach der ersten Hälfte. In Kürze geht es weiter mit der zweiten Spielhälfte. Da meldet sich dann wieder unser Kommentator Thomas König. Da sind wir wieder im Stadion Lehn. 7000 Fans heute hier zur Saisonpremiere ihrer Mannschaft. Der Salzburger Austria gegen Rapid. Mit einem Wechsel, Seitenwechsel Arnold Wettel gekommen für Gaston Taumann. Torschützen zum 2:0. Da haben wir es. Er hat seinen Treffer gemacht. Bisschen Abstimmungsprobleme noch. 45 Minuten hat ihn Ernst Okubil drinnen gelassen.